Hallöchen, Püppelchen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk. Heute reden wir mal über Serienfehler. Haben wir schon längere Zeit nicht mehr gemacht. Ich habe allerdings ein kleines bisschen was verändert. Und zwar werde ich nicht mehr Videosequenzen hochladen, weil es einfach, ja, Probleme gibt. Nennen wir es mal so. Und ich möchte mich da nicht wirklich in den Nesseln setzen. Also habe ich gedacht, nehme ich immer die jeweiligen Standbilder und blende sie euch so ein. Ich denke, so sollte man die Fehler auch erkennen. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann könntet ihr ja auch nochmal in den jeweiligen Folgen nachschauen, dass ich euch nicht anmogle, sondern dass es die Wahrheit ist, die ich da so entdeckt habe. So, dann fangen wir doch gleich mal an. Man sieht, wie Patrick unter der Dusche steht und im Prinzip zusammenbricht. Also nicht nur im Prinzip, er bricht zusammen. Und im nächsten Bild seht ihr dann, wie er auf der linken Schulter liegt, auf dem Boden blutend, ne? Und in der nächsten Einstellung, beziehungsweise jetzt im nächsten Bild, was ich euch einblende, ist es so, in der Nahaufnahme sieht man, dass er auf dem Rücken liegt und nur sein Kopf nach links geneigt ist, aber nicht mehr der ganze Körper. Dann kommen wir zur nächsten Folge, und zwar geht es darum, da geht Karen vom Duschraum in den Zellenblock, und wenn sie dann durch den Block geht, dann wehen diese Laken vor den Zelleneingängen, aber wenn sie dann ihre Zelle betritt, dann hängt dieser Vorhang ganz windstill da rum. So, nachdem der Ryan von einem Zombie gebissen wird, Glenn kommt dann an und killt den Beißer im Prinzip, und Carol und Glenn kommen dann, um den Verletzten unter die Arme zu greifen und Richtung Gefängniszelle zu gehen. Aber im nächsten Bild, beziehungsweise in der nächsten Einstellung, sehen wir dann, dass Glenn gar nicht da ist und Ryan halt nur noch von Carol gestützt wird. Das ist auch ein Fehler, der mir aufgefallen ist. Am Anfang der Folge, da wird Therese mit Karen gezeigt. Da sitzen sie in der Bibliothek und unterhalten sich. Und in der Aufnahme, da kann man dann ihren Armreif sehen, wo dann halt steht Schere, Stein, Papier, aber halt richtig rum. Also ihr seht es ja jetzt eingeblendet, wie ich es meine. Und am Ende der Folge, wenn Therese die verkohlte Leiche von Karen sieht, ist dieser Armreif falsch herum angebracht. Das ist auch ein kleiner Fehler. In der nächsten Folge. Nachdem Rick im Gefängnis angekommen ist, steigt er dann aus seinem Wagen und schließt die Fahrertür. Wenn er dann nach Maggie geht, um sich mit ihr zu unterhalten, dann kann man in den verschiedenen Aufnahmewinkeln sehen, dass die Fahrertür mal offen und mal wieder geschlossen ist. Das versuche ich euch auch gut möglichst mit den Bildern zu zeigen jetzt. Dann in der nächsten Einstellung, oder beziehungsweise dieselbe Folge wie eben gerade, aber eine andere Szene, da geht es in dem Feuergefecht, wo Rick und Carl gegen die eingedrungenen Zombies kämpfen. Und Rick wechselt das Magazin seines Sturmgewehrs, aber kurz bevor er im Prinzip das erste Mal schießen kann, haut er mit der Schulterstütze den Zombie nieder und Carl erschießt den dann. Also sprich, seine Munition ist vollkommen, also sein Magazin ist vollkommen voll noch, er hat ja keinen Schuss vergeben. Aber in der nächsten Szene sieht man dann, wie Carl ihm ein neues Magazin zuwirft und er es dann wieder wechselt, was irgendwie total sinnlos war. Er hat ein volles Magazin gegen ein volles Magazin ausgewechselt. Gut, kommen wir zum nächsten. Als der Governor zum Gefängnis kommt und Herschel und mich schon praktisch gezwungen hat, sich dahin zu knien, und Rick auf dem Weg nach unten ist, sieht man, dass sie ungefähr, ja, wie gesagt, schätzungsweise eine Armlänge voneinander entfernt sind. Und in der nächsten Einstellung, wenn Rick dann weiter unten ist, sieht man auf einmal, dass sie extrem weit auseinander sitzen, also wirklich mehrere Meter. Und ja, das ist auch so ein kleiner Drehfehler, sag ich mal. So, die erste Granate, die Daryl geworfen hat, explodiert nach 3 Sekunden. Ihr müsst mir da jetzt einfach mal glauben, weil ihr habt jetzt die Videosequenz nicht dazu, aber ich habe dann jetzt nachgeprüft, es sind 3 Sekunden und dann explodiert die Granate. Die zweite Granate, die Daryl aber in das Rohr der Bordkanone wirft, also sprich in den Panzer vorne rein, die braucht genau 7 Sekunden bis zur Explosion. Das ist nämlich genau so viel Zeit, dass Mitch noch in Ruhe, das heißt in Ruhe auch nicht, aber er kann den Panzer verlassen und erst dann explodiert die Granate. Also das ist auch so ein kleines unterschiedliches Zeitfenster. Als Glenn aufwacht im Gefängnis und alle anderen ja weg sind und er sich erstmal, oder beziehungsweise er erstmal nach Maggie ruft, sieht man hinter ihm an der Tür 2 Klappstühle. Und in der nächsten Szene, wenn er sich im Prinzip ja dazu entscheidet, jetzt irgendwie zu handeln, irgendwas muss er ja machen, er kann ja nicht ewig da oben bleiben, ne? Sieht man einfach, dass die Stühle wieder verschwunden sind. Also
Da ist ein kleines, ich hätte jetzt bei gesagt, Accessoire-Fehlerchen aufgetreten. In der Anfangsszene ist es so von der Folge, dass Abraham die Zombies mit einem Brecheisen tötet. Und nachdem er alle getötet hat, ich versuche hier möglichst gut die Bilder einzublenden, sieht man halt einfach, dass das Brecheisen aber wieder super sauber ist. Nicht eine Gehirnmasse oder ein bisschen Blut ist dran zu sehen. Echt Bomben-Brecheisen hätte ich auch gerne so eins, was sich automatisch wieder reinigt. Das wär's doch mal. Als Rick Lou im Bad stranguliert, kann man sehen, dass Lou im Bad auf dieser Kommode, sage ich jetzt mal so, oder auf dieser Waschbeckenablage die Objekte, zum Beispiel auch die Fusselrolle und so weiter, also er wirft halt alles zu Boden bzw. schmeißt es um. In der nächsten Einstellung, als wir aber sehen, dass Lou zu der Schere greift, sieht man, dass die Fusselrolle auf der Theke steht. Also, ne, hochkant, ihr wisst, was ich meine, ihr seht es ja. So, und das ist auch etwas, ja, würde ich mal sagen, kann passieren. So, nachdem Daryl und Beth das Autowrack entdecken, liegt da eine Leiche direkt an der Fahrertür. Jetzt ist es ja dann so, dass diese ganze Horde an ihnen vorbeizieht und sie sich im Kofferraum verstecken. Am nächsten Tag, wenn sie also wieder aus diesem Kofferraum herauskommen, ist es so, dass diese Leiche 1 bis 2 Meter vom Wagen entfernt liegt. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es ein Drehfehler ist oder ob es halt einfach so dargestellt sein soll, dass die Beißer, also diese Horde, die da lang gegangen ist, den mitgeschleift hat. Kann ja unter Umständen auch sein. Kommen wir zum nächsten. Es geht um den Streit zwischen Daryl und Len, wo Daryl halt ein Kaninchen erlegt hat und Len meint, ja, beansprucht, das Ding gehört mir. Da kommt halt Joe hinzu und zerhackt das Kaninchen in 2 Hälften an einem Baum. Man sieht, dass da ein mega großer Blutfleck ist, weil der gehört da auch hin von diesem Kaninchen, aber in der nächsten Einstellung ist der Fleck halt einfach nicht mehr da. Ja, ich hoffe, dass euch das so gefallen hat, also dass, beziehungsweise, dass es in Ordnung ist, wenn ich halt nur die Bilder einblende. Ist zwar ein bisschen mehr Arbeit, sage ich jetzt mal so, aber so bin ich auf der sicheren Seite und ich hoffe, dass ihr mir das verzeiht und dass ihr die Fehler trotzdem erkennt. Ich freue mich wahnsinnig über Feedback, ihr kennt mich ja, und schreibt mir eure Theorien oder eure Ideen, worüber ich reden kann, einfach in die Kommentare. Ich führe meine Liste und nach arbeite ich das ab. Und ja, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr dran geblieben seid. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!